In diesem Video möchte ich Ihnen die Funktionen des schichtigen Messgeräts IT111S erklären. Dazu schalten wir zunächst das Gerät mit einem Druck auf den Sensor ein. Dann schalten wir die Displaybeleuchtung ein. Die Taste für die Displaybeleuchtung dient auch gleichzeitig zur Umschaltung zwischen Mils und Mü. Dazu halten wir sie länger gedrückt. Mils. Und jetzt haben wir wieder auf Mü umgeschaltet. Die Null-Taste dient zur Kalibrierung auf einer unbeschichteten Fläche. Die Call-Taste dient zur Kalibrierung auf eine Standarddicke, in unserem Fall die Standarddicke 102 Mikrometer. Um Ihnen den Kalibriervorgang zu erklären, werden wir jetzt das Gerät gemeinsam kalibrieren. So, dazu benötigen wir eine Kalibrierscheibe zunächst. In dem Fall fangen wir mit der Ferris-Scheibe an, das heißt die eisenmetallhaltige Scheibe. Ziehen dazu die Schutzfolie ab. Okay, wunderbar. Sie sehen, die Kalibrierscheibe wird als Null erkannt. Perfekt, so soll es auch sein. Bestätigen wir kurz nochmal mit der Null. Jetzt haben wir hier unsere Kalibrierfolie mit der Standarddicke 102 Mikrometer. Okay, da zeigt uns das Gerät jetzt 107 an. Das heißt, mit den Pfeiltasten rauf und runter stellen wir jetzt den Wert 102 ein, nachdem wir die Call-Taste gedrückt haben, bis hier das Call rechts unten blinkt. So, jetzt können wir den Wert 102 über die Pfeiltasten einstellen. So, 102, wunderbar. Bestätigen wir kurz mit der Call-Taste den Wert. Jetzt ist das Gerät für Ferrous, also sprich eisenhaltiges Metall, kalibriert. Denselben Vorgang machen wir jetzt noch für Non-Ferrous, also sprich nicht eisenhaltiges Metall. In dem Fall haben wir eine Kalibrierscheibe aus Aluminium. Ziehen auch hier die Folie wieder ab. So, dann setzen wir das wieder auf die Scheibe direkt an. Wir haben hier einen Wert 5. Okay, dann bestätigen wir diesen als Nullwert. Nehmen jetzt wieder unsere Folie mit der Standarddicke 102 Mikrometer. Okay, 102 sollte es sein. Das sieht schon ganz gut aus. Da drücken wir wieder die Call-Taste, bis das Call wieder blinkt, rechts unten. Und mit den Pfeiltasten stellen wir den Wert 102 ein. Und bestätigen die Kalibrierung wieder, indem wir die Call-Taste drücken. So, jetzt ist das Gerät kalibriert. Jetzt machen wir einen kurzen Test. Okay, zeigt den Wert 1 an, das ist total im Toleranzbereich. Es werden beispielsweise auch Kratzer natürlich auf der Platte oder Staub mitgemessen, also dadurch sind auch die minimalen Abweichungen erklärbar. Dann messen wir mit unserer Standardfolie den Wert.
103, wunderbar. Also 102 sollte es genau sein. Wir haben einen Wert von 103, das passt perfekt. Sie sehen außerdem, das Gerät erkennt automatisch den Untergrund. Ja, fair in dem Fall, das heißt eisenhaltiges Metall. Und non-fair, unsere Aluminiumplatte, wird ebenfalls automatisch erkannt, eben als non-fair, nicht Eisen. Da haben wir jetzt einen Wert von 2, das passt auch. Und mit der Folie haben wir exakt einen Wert von 102, was exakt dem Wert der Standardfolie entspricht. Okay, das Gerät ist also jetzt kalibriert und kann beim Autokauf verwendet werden. Sollten Sie aus irgendeinem Grund, beispielsweise indem Sie sowas machen, was ich jetzt gerade tue, aus Versehen, das Gerät total verstellt haben, dann können Sie über die Nulltaste das Gerät in die Werkseinstellung zurücksetzen, und zwar indem Sie die Nulltaste lang drücken, solange bis die vier kleinen Nullen erscheinen. So, jetzt ist das Gerät in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Diese reicht vollkommen aus, um Lackdickenunterschiede am Fahrzeug festzustellen und daraus eben Rückschlüsse zu ziehen, dass nachlackiert wurde.